gerade. Das Gefühl, wenn die einmal hinter dir sind, dann sind die schlechter, aber sobald sie vor dir sind, dann kommst du nicht mehr daher. Ist zumindest öfter so. Ah, das ist auch erstmal egal. So. Wir sind erstmal... fertig, ja. Wie spät haben wir's? Ach, noch nicht mal ganz fest schon aufgenommen. Hey, jetzt ist die Nummer 4 der Blacklist dran. JV ist beim Publikum echt beliebt. Mach ihn schnell fertig und weiter geht's. Lass es nicht zu lange dauern. Wow. Seit langem mal wieder, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Obwohl Webster war wahrscheinlich auch richtig. Aber man weiß es nicht so. Jetzt haben wir noch diese Radarfeile hier. Die sieht eigentlich eher einfach aus. Ah, gefällt mir. So, ich ziehe gegen nicht so. Ne, war das mal zuerst. Ja, ich weiß, ich starte jetzt nicht neu. Weil das mit dem Lenken hat sich doch noch im Herzen gehalten. Falls wieder anfangen sollte, dann höre ich auf, sag ich mal. Ich muss echt sagen, der Soundtrack hier ist ziemlich begrenzt. Ui. Da haben wir schon das erste. Nein, nein, ich hasse euch. So kacke in der Kurve, dass es wahrscheinlich genau passt. Ah, nicht. Ich mag euch doch noch. Ich hasse euch, der war schneller als ich. Weil ich vorher die Hütchen mitgenommen habe. Eindeutig deshalb. Das ist der Grund. Das muss der Grund sein. Ah, ah. Fuck. Richtig verkackt. Ja, das Nightspeed da gut ist. Ach man, ich dachte, ich krieg die Kurve so besser, und dann bin ich doch genau vorher, genau im Moment gegen die Wand, wo es schon gezählt hat. Scheiße, ey. Das ist eben das, was ich meinte. Meistens klappt es nicht, manchmal klappt es. Aber meistens klappt es nicht, so wie jetzt gerade halt. Naja. Wenigstens hier über 200 gehabt. Oh, da hatten die ziemlich schlecht, so wie 150, naja, nicht ganz 170 vielleicht. Auf jeden Fall konnte ich da auch ziemlich nah an Nightspeed rankommen, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hatte ja nicht mal mehr. Das war richtig schlicht. Jetzt bin ich letzter, war? Na, nicht ganz, aber fast. Das Rennen darf ich jetzt schon mal starten, eigentlich, aber... na gut, man weiß nicht. Wenn ich jetzt als erstes ans Ziel komme, mit ein bisschen Abstand... ja, Tom weiter, nein, aber trotzdem. Muss es versuchen. Oh, der hat sogar ein Carrera GT, ne? So ist das also. Oh, 210. Damit bin ich ganz gut dabei gewesen. Gott sei Dank. Und das war das Zurücksetzen wert, muss ich eindeutig sagen. Auch wenn ich meine Position als erster ziemlich knapp ist, also von der physischen Position her, habe ich doch meine theoretische Position ziemlich gestärkt. Von dem dritten war es, ich glaube, ich war dritter sogar, ne? Auf ersten. Jetzt mit der Kurve aufpassen, das geben, gegen den Balken aufpassen, genau. Das habe ich mir gedacht, dass sowas in Art da ist. Oh, und damit habe ich gerade nochmal richtig gepunktet. Ja. Gerade das Ende, wo ich dachte, dass ich dafür verkacke, das hat mich rausgerissen. Ach ja, und irgendwie ist das manchmal so laut. Das muss einfach mal sein. So, wir haben noch einen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mir sogar noch den JD. Ilse Bohemia. Feed the Edge. Ich darf zwei in Eclipse dabei, ne, Eclipse, wie auch immer, ne, Pontiac GTO, Eclipse und ein Ding zum Power dabei. Und ihr wisst schon, was ich meine. Chevrolet. Gut, relativ gut erwischt noch. Ach, das ist ein Kind. Nein, ich kenne nicht alle, die hier bei der Playlist kurz ist.
Hast du 20% geschafft? Mensch, das geht echt fix bei jemandem gerade. Zu viel. Das ist nicht so schön. Mit dem danach. Jetzt war ich sogar mal gebremst, ja. Höre und staune ich und bremsen. Was ist nur mit der Welt los, ne? Wenigstens bisher bin ich bei allen über 200 gewesen, 200. Sogar über 220. Wollte ich eben erst sagen, weil ich 220 gelesen habe. Weil ich 200 sagen wollte, ich habe 220 gelesen, dann kann das abgezogen 220. Aber egal. Wird sich das Thema sein. Ich habe kaum noch Lust, das ist das Thema. Also kann ich ja nicht so gut punkten, wie ich mir eigentlich erhofft hatte. Weil das wäre was zum Punkten gewesen. Das ist eigentlich auch. Aber das habe ich gerade richtig verschissen. Ja, gerade noch 180, da bin ich schon froh. Na, ja, kommen wir wieder nach. Ich hatte jetzt mal davor, dass ich einen relativ guten Vorsprung. Und dann kommen die auch positionsmäßig eigentlich an. Immer noch nicht über 300, nein, ich hatte jetzt die ganze Zeit noch nicht über 300. Sollte sich mal langsam ändern. Oder auch nicht, scheiße, ey. Nur nicht nochmal irgendwo gegenfahren und schaffe noch meine... Alter, schon wieder 297, genau wie davor. Hm. Ja, das war natürlich auch echt fail, wie ich dagegen gebrettert bin. Aber das haben wir mehr als solide gewonnen. Ja. Vor allem, weil wir auch einen guten Vorsprung hatten. Also, physisch gesehen. Jetzt haben wir noch zwei leichteren und dann denke ich mal, mache ich Jelly noch. Ja, sieht's. Dann lass mal wieder. Das sieht das Ende doof aus. Egal. 1,40 haben wir jetzt. Ui, dann ist wahrscheinlich ziemlich weit weg, die erste. Aber ja. Also die Berge im Hintergrund sehen echt schön animiert aus. Ja, und dann fährt er gegen jemand, weil er das sagt. Das war die Bestrafung des Spiels dafür, weil ich es nicht über das lustig gemacht habe. Ich habe den ganzen Parkour da mitgenommen. Hallo Parkour. Hallo. Ach ja, ASDF-Movie. Auch ganz lustig, finde ich. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, wir steigen in der Blacklist immer weiter auf. Und Razer kriegt schon richtig Schiss. Angsthase. Kann nur der Cheaten gewinnen. Aber ja. Das ist jetzt erstmal egal. Noch sind wir nicht... Boah, Entschuldigung. Noch sind wir nicht bei Razer. Noch sind wir hier bei JV. Dann haben wir danach noch Ronny, der noch Bull heißt, glaube ich. Das sind ja zwei, gegen die wir sogar schon mal so fahren sind. Wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang des Spiels waren das unsere ersten beiden Rennen. Also zeitlich gesehen. Ich meine, wir haben nämlich... Anfangs wurden wir erstmal kurz reingeschmissen in das Rennen von Razer da. Dann war ja noch drei Tage zuvor oder so. Und da waren wir die... Obwohl, das allererste Rennen war das nicht, aber... Eins der ersten Rennen war gegen die... Also die... Auf jeden Fall unter den ersten drei, vier Rennen waren die, glaube ich. So in dem Dreh. Doch, ich glaube, als allererstes Ronny, dann als zweites... Bull, und dann hatten wir doch gegen Rock, oder? Also dann gegen Rock und dann gegen Razer. So in dem Dreh war das, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe auch keinen Bock, mir das nochmal anzutun. Um zu gucken. Vor allem nicht bei mir im Let's Play. Ja. Das ist auch sowas. Ich glaube, es gibt eigentlich kaum einen Let's Player, der sich so gerne seine Sachen anguckt. Weiß ich nicht. Also ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich nicht zu dem stehe, was ich tue. Also ich mache das gerne und so, aber irgendwie, wenn man sich dann nochmal alles anguckt, was ich ja, oh, was die manchmal halt auch zwangsweise müssen, wegen Rändern und so, dann denkt man sich, oh, was habe ich eigentlich für einen Scheiß gelabert da? Ich meine, das wird sich vielleicht auch nochmal relativieren, aber bei mir noch nicht so wirklich. Aber wie gesagt, ich denke, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Deshalb, naja.
Das ist wahrscheinlich nur natürlich. Nächste Mordstelle. Krass. 85% von das, ich weiß welche das ist, ja. Gut. Dann was da, dann haben wir gleich noch ein Rennen und dann, ah, JV, oder was sagst du? Oh ja. Mal sehen. Oh, Alter, das war gerade richtig geil. Und danach muss ich erstmal richtig schön meinen Rücken entspannen oder so. Oder irgendwas auf jeden Fall. Aber noch nicht. Noch gibt es keine Pause. Wir arbeiten bis zum Umfallen. Und genau hier durch. Bam. So, wir haben noch ein Rennen. Und genau dieses hier. Einfach nochmal schön quer durch die Gegend pesen. Deshalb mache ich auch allgemein immer diese Mautstellen zum Schluss einmal, weil die halt so leicht sind und das entspannt halt so. Finde ich, das ist immer so, so schön, einfach du hast eigentlich kaum Druck, sondern kannst durch die Gegend fahren, ohne dass, oder meistens zumindest ohne, dass die Bullen da sind. Deshalb mag ich das ja. Ja, genau. Oh, dieses Industriegebiet, das werden wir noch ein bisschen kennenlernen, denke ich mal. Soweit ich mich erinnere. Oh, das war schlecht. Oh, das war sehr schlecht. Fällt mir gerade auf. Ich merke gerade, wo die Mordstelle ist. Ich dachte, das wäre jetzt die geradeaus gewesen, aber das ist die da. Und so wie ich mich gerade verhalte, sieht es aus, als ob ich die erwischen will. Verhalten lässt sich darauf schließen, ne? Können wir sogar beeilig rauskriegen, weil ich zu müdig war. Ah, das zum Glück nicht, aber... Es war nicht gut. Nicht wirklich. So, jetzt wüsste ich gerne, wo es da hinten lang geht. Und ich mich danach ausrichten kann. Gut. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen, obwohl ich erstmal voll gegen die Planke da gefahren bin. Aber das hatte ich euch auch schon mal erklärt, warum ich dann hier lang fahre. Ne? Ach ja. Aber ich kann mir immer noch nicht ganz erklären, woher diese letzte Mal immer diese schönen Überleitungen, um auf das Thema zu weisen und jammern zu können. Mensch, das mache ich doch mal wirklich wieder gut. Besser geht's doch nicht. Ah, nee. Das will man nicht so sein. Wo? Oh. Aber so auch nicht. So, wie fahre ich jetzt am dümmsten lang? Ich fahre nochmal hier lang. Ist wahrscheinlich der längere Weg, bei meinem Glück. Na gut, aber der andere wäre vielleicht noch optimaler gewesen. Obwohl, nee. Hier die Mündung ist so easy. Da ging das. Okay, dann ist das vertretbar. Ich schätze, das wird jetzt die Mautstelle links sein. Ja. Habe ich richtig geschätzt. Hallo. Beruhige dich, Friendzahl. Beziehungsweise beruhige dich nicht. Ah, bei beruhig und ruhig. Ah. Meister. Ah, ne. Richtig schlechte Kurve hinter mir. Ganz ehrlich, was denke ich mir gerade so? Eigentlich gar nichts, ne? Ah, das ist auch so. Ich meine, bei manchen Sachen denkt man sich auch, was hat man damals so gedacht oder so, wenn man das dann so im Nachhinein sieht. Weiß ich bei, keine Ahnung was für Sachen, das fällt mir jetzt so spontan eigentlich nicht ein, aber hatte ich schon öfter, was habe ich mir da nur gedacht? Genau, das war bei mir, zumindest war das früher mal so bei, ich glaube bei Ethikklausuren war das immer so, oder bei Deutschklausuren. Eins von beiden, sowas in dem Dreh, und dann kam das halt immer so aus, wie könnte ich das nur so schreiben, jetzt würde ich das für ganz anders schreiben und so, und was nicht alles. Also es gibt dann nur bestimmte Ausschnitte aus meine Klassenarbeiten oder Klausuren, je nachdem. Ich glaube, in den beiden Klausuren war das dann nicht mehr so. Da stand ich dann voll und ganz die ganze Zeit permanent mit dem, was ich geschrieben habe oder so. Aber trotzdem. So ein merkwürdiges Gefühl. So ein merkwürdiges Gefühl. Meine Artikulationsfähigkeit lässt schon wieder nach. Ich rede schon wieder zu schnell. Finde ich, also teilweise. Und wahrscheinlich schwankt bei mir gerade wieder die Lautstärke übel. Ich denke, ich bin wieder leiser geworden. Mal gucken, ob ich das jetzt noch besser machen kann. Auf jeden Fall bin ich gleich im Ziel. Dann werde ich nochmal kurz mein Stuhl ein bisschen umrücken. Nicht um im Auge gerade,